Willkommen zur dritten Folge der Makershow. Die heutigen Themen sind Showtime. Heute gibt es eine kurze News-Zusammenfassung. Review. Was verspricht die Darksword-Demo? Special. Heute geht es speziell um das Update des RPG-Ateliers. Showtime. In exakt einem Monat ist es soweit. Kan Gao, der Kopf hinter dem Spiel To The Moon, veröffentlicht mit A Bird Story sein nächstes Spiel. Ausschlaggebend bei diesem Spiel wird sein, dass auf Dialoge größtenteils verzichtet wird. Zudem soll der Protagonist des Spiels der Patient der Doktoren Dr. Watts und Dr. Rosaline in To The Moon 2 werden. Neben einigen Artworks und Teilen des Soundtracks hielt sich Kan Gao mit Details allerdings bisher zurück. Interessierte können sich auf der Seite von Freebird Games jedoch in Kan Gaos E-Mail-Liste einschreiben, um weitere Details zu empfangen. Im Humble Store kam es erneut zu einer Vergünstigung des RPG-Maker VX Ace. Wer sich für eine Lizenz des Makers interessiert, kann diese derzeit für 14 Euro erwerben. Zusätzlich wurde auch das RPG-Maker Adventure Bundle von 32 Euro auf 8 Euro reduziert. Dieses bietet zahlreiche Grafiken und Musikstücke, als auch zwei RPG-Maker-Spiele. Das Angebot läuft noch bis zum 6.10. und endet um 19 Uhr. Seit dem 3. Oktober gibt es mit Undefeated das erste Mal ein RPG-Maker VX Ace-Spiel, das auf mobile Plattformen importiert wurde. Wer sich dafür interessiert, wie sich der Port spielen lässt, kann Undefeated ab sofort im Google Play Store für ca. 4 Euro erwerben. Eine Variante für den App Store wird in Kürze ebenso verfügbar sein. Review. Drachen, Dampf und Magie. Mit ein wenig Fantasie lässt sich aus diesen Elementen schon erahnen, in welche Richtung das heutige Spiel geht. Darksword ist ein Titel, der von Innocentia entwickelt wird und eine tiefgründige Steampunk-Welt aufzuweisen hat. Getestet wurde die neu erschienene Demo des Spiels. Die Story von Darksword wird recht klassisch mit einer Vorgeschichte eingeleitet. Ein mächtiger Drache bedroht die Welt Lumina, die im Zuge des technologischen Fortschritts erblühte. Egal jedoch, welche Technologie man verwendete, um den Drachen aufzuhalten, nichts half und so wurden große Teile der Welt zerstört. Alsbald tauchen jedoch zwei mysteriöse Gestalten auf, die den Drachen in seiner Höhle den Garaus machen und mit der Hilfe zwei sagenumwobener Schwerter ihre Aufgabe erfüllen. Kurz darauf verschwinden die beiden, ohne auch nur den Hauch einer Spur zu hinterlassen. Nach dieser Einleitung wandert das Geschehen 25 Jahre in die Zukunft. Wir spielen einen 20-jährigen Emiko, der zusammen mit seinem Bruder Klasko Teil der gefürchteten Luftpiraten ist. Ihr Ziel ist es, Nachtstädte auszurauben und auf ihrer Insel zu verstauen, die man nur mit einem Luftschiff erreichen kann. Der erste Raubzug im Spiel läuft jedoch nicht ganz wie geplant ab, da der Bürgermeister mit einigen Waffen über den Aufenthalt der Luftpiraten Bescheid wusste. Damit stellt sich fortan die Frage, ob es einen Verräter unter den Luftpiraten gibt. Im Laufe der Zeit werden die Ereignisse immer verstrickter und schon bald baut das Spiel den Bezug zur Vorgeschichte auf. Im Allgemeinen ist der gute Spannungsbogen hervorzuheben. Auch wenn die Demo mit nur 1,5 bis 2 Stunden Spielzeit recht knapp bemessen ist, ist der Spielspaß durchgehend gegeben und man hat anschließend definitiv Lust auf mehr. Die grafische Präsentation ist durchweg auf sehr hohem Niveau. Es gibt sehr viele gut gesetzte Animationen, schön gestaltete Textboxen und viele selbstgezeichnete Grafiken, die durchgehend eine hohe Qualität aufweisen. Die Schattenseiten fallen sehr gering aus. So wirken aktuell noch die Icons im Menü recht unpassend platziert und die Grafiken der Gegner im Kampfsystem weisen noch stilistische Unterschiede auf. Hiermit komme ich auch direkt zum Kampfsystem, das zwar im Kern das Standardkampfsystem des RPG Maker 2003 ist, jedoch mithilfe zahlreicher Plugins und Feinheiten sehr stark aufgewertet wurde. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Fertigkeitensystem der jeweiligen Charaktere funktioniert, man sieht die Kampfreihenfolge und Gegner haben eine Anzeige der verbleibenden Lebenspunkte. Auch das Tempo ist deutlich höher und die Animationen der spielbaren Charaktere wirken sehr liebevoll. Taktische Raffinesse wird recht frühzeitig verlangt, denn der erste Bosskampf verlangt es bereits, sich mit Grundmechaniken vertraut zu machen und Aspekte wie das Abwehren sinnvoll zu meistern, das in anderen RPG-Maker-Spielen gerne einmal vernachlässigt wird. Im Allgemeinen ist das Gameplay sehr flüssig und hat bereits einige Feinheiten zu bieten. So gibt es zum Beispiel ein Sprungsystem oder ein recht innovatives System, um Schlösser zu knacken. Durch viele Dialoge und versteckte Kisten ist man zudem meist recht motiviert. Auf Seiten der Dialoge muss man hingegen anmerken, dass manche Wörter etwas deplatziert wirken und die Glaubwürdigkeit ein wenig senken. Die Musik im Spiel wirkt sehr gut eingesetzt, allerdings stellenweise verbraucht.
Neben den eigenen Tracks wird auch viel Musik verwendet, die man so schon in zahlreichen anderen Spielen gehört hat. In manchen Szenen gibt es zudem sehr lange Fade-Outs, die oftmals in recht langer Stille resultieren. Hier wäre es förderlich, in Zukunft auch mehr Hintergrundgeräusche einzubauen, um noch eine gewisse hörbare Grundatmosphäre aufrechtzuerhalten. Abseits von den genannten Aspekten punktet Dark Souls sehr stark mit den plausiblen Charakteren. Neben deren ansprechenden Design verhalten sich diese auch situationsbedingt exakt so, wie man es erwarten würde. Oftmals gibt es Rückblicke, aus denen man viele Rückschlüsse ziehen kann, und man merkt auch sehr schnell, wie die Charaktere in Dark Souls zueinander stehen. Ein großer Minuspunkt ist hingegen am Ende der Demo zu finden. Dort stirbt ein wichtiger Charakter. Wer soll hier jedoch nicht ausschlaggebend sein? Allerdings sind die Umstände so gesetzt, dass man zwar langsam anfängt, Emotionen für die Charaktere zu entwickeln, jedoch der plötzliche Tod kaum Dramatik entwickelt. Der genannte Charakter ist dem Spieler zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wichtig und selbst ein eventuell späteres Auftreten durch andere Umstände würde den Spieler nicht wirklich freuen. Kurzum, ein vermeintlich wichtiger Charakter, der zunächst interessant erscheint, wird schnell rollenlos und hat keine weitere Relevanz für den Spieler selbst. Hier besteht also meiner Meinung nach Nachholbedarf. Alles in allem ist die Demo zu Dark Souls jedoch sehr gelungen. Die Atmosphäre ist unglaublich dicht und sollte die Qualität der Demo genauso auch in der Vollversion beibehalten werden, steht einem sehr guten Titel nichts mehr im Wege. Der Link zum Projekt befindet sich in der Beschreibung. Für diese Ausgabe der Makerschau wurde noch ein Special eingeplant. Nämlich ist sicherlich vielen von euch bereits aufgefallen, mit den ominösen Social-Media-Beiträgen, dass demnächst ein Update des RPG-Maker-Ateliers ansteht. Und was euch so alles erwartet, konntet ihr bereits bei Facebook lesen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Euch erwartet ein neues Layout, das nur noch eine Seite aufweist. Die Navigation wird vereinfacht. Es gibt eine brandneue Spiele-Datenbank. Die Ressourcendatenbank kehrt zurück. Es gibt eine zentrale Suchleiste, die mehrere Kategorien gleichzeitig durchsucht. Und die Social-Media-Dienste werden automatisiert, das heißt, ihr bekommt jetzt auch regelmäßig News über diese Dienste, sobald die Seite dann eben geupdatet wurde. Und die Seite wird auch an mobile Endgeräte angepasst. Es gibt allerdings noch einige weitere Änderungen, auf die ich diesmal in der Makershow genauer eingehen möchte. So gibt es jetzt zum Beispiel auch Entwicklerblogs, das haben sich, denke ich, einige gewünscht. Wer von euch eventuell IndieDB kennt, weiß, wie sowas vonstatten geht. Viele Maker haben ja Blogspot, WordPress oder Tumblr laufen und berichten dort über Game Design oder ihre Spiele. Das alles ist jetzt zentral im RPG Maker Atelier möglich. Ihr könnt dort selbst jetzt Blogs anlegen, mit einem anpassbaren Header, mit weiteren Detailinformationen. Und dort könnt ihr eben schön posten, Kommentare empfangen. Wer das nicht möchte, kann selbstverständlich die Funktion auch ausschalten. Und das Ganze ist auch direkt mit der Spieledatenbank verknüpft, die ihr ein Rundum-Update bekommt. Das bedeutet, mit der Spieledatenbank, der alte Prozess lief so ab, ihr habt über ein Upload-Formular das Projekt eingeschickt und es musste jedes Mal von der Moderation erstmal kontrolliert werden, ist das das Spiel, ist das von dem Entwickler und so weiter. Dieser Schritt muss nur noch einmal vorgenommen werden. Das heißt, ihr habt ein Upload-Formular zu Beginn und ladet dort eben euer Spiel hoch. Das heißt, die Moderation wird es natürlich selbstverständlich testen und sehen, ob der Upload legitim ist. Allerdings werdet ihr danach freigeschaltet und könnt euch fortan selbst um euer Spiel kümmern. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal nach einem Update oder so wieder neu hochladen oder irgendjemanden großartig anschreiben, sondern in dieser Spieledatenbank könnt ihr selbst zum Beispiel ein Update für das Projekt posten oder die Beschreibung anpassen, neue Screenshots hinzufügen. All das ist jetzt den Entwicklern selbst überlassen. Und zusätzlich ist das Ganze mit eurem Blog-System verknüpft. Das heißt, wenn ihr einen Blog anlegt, das ist natürlich völlig optional, ist es so, ihr habt Reviews, das heißt, Leute können ja eure Spiele bewerten. Die Bewertung wird übrigens nochmal sehr stark überarbeitet. Das ist allerdings noch nicht final, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, wie das dann aussehen wird. Bisher orientieren wir uns da nur noch an Vorschlägen. Jedenfalls, diese Reviews können auch nur geschrieben werden, wenn jetzt jemand eine Verknüpfung zu dem Spiel hat. Und das Ganze wird auch auf eurer Seite gelistet. Es gibt auch Wertungen dann auf eurem Blog. Natürlich kann auch diese Funktion abgeschaltet werden, wer das nicht möchte. Ja, es wird einfach ein bisschen besser integriert in die Community, das ganze System. Denn bisher ist die Hauptseite noch sehr, sehr, sehr statisch.
Ihr habt dann auch die Möglichkeit, Blogs zu abonnieren und kriegt dann regelmäßig Informationen über bestimmte Entwickler zum Beispiel. Ansonsten sind derzeit noch einige Vorschläge bezüglich der Ressourcendatenbank eingegangen, die derzeit ja ebenso komplett neu geschrieben wird. Ihr müsst wissen, ein ganz neues System wird Einzug finden beim RPG Atelier, das heißt, das wird von Grund auf erneuert. Dieses CMS, was zum Einsatz kommt, das wird auch von mir geschrieben. Dabei handelt es sich um ein CMS, was auf UserCake und Bootstrap basiert, für die jetzt hier technisch versiert sind und die das vielleicht interessieren könnte. Es ist ein sehr strenges Rechtemanagement, was da herrscht. Und tendenziell sollte das Ganze auch gut ausbaufähig sein. Und da seid ihr jetzt eigentlich auch so ein bisschen gefragt, nämlich, ja, was denkt ihr denn? Was braucht so das RPG Maker Atelier? Was sollte man tatsächlich noch anpassen, um die Seite vernünftig zu modernisieren? Oder welche Features würden das RPG Maker Atelier denn wirklich noch besonders machen? Das wäre wirklich interessant, denn ihr seht es ja selbst, aktuell sticht die Seite nicht so wirklich raus, ist eben sehr, sehr outdated, ganz einfach. Und dementsprechend wird natürlich die Modernisierung hier auch durchgeführt. Aber natürlich seid auch ihr ein bisschen gefragt, was wünscht ihr euch denn? Oder was hat keine Seite, wo ihr sagt, das, wenn das RPG Atelier hätte, würde ich persönlich doch noch öfter vorbeischauen und mich mehr mit der Seite auseinandersetzen. So, das war's eigentlich auch schon soweit. Dann ist dieses Special hier auch abgeklärt. Jedenfalls würde es mich wirklich freuen, wenn ihr was dazu in den Kommentaren schreibt oder in den entsprechenden Thread im RPG Atelier, im Community Forum. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Also, das war's dann auch soweit für diese Maker-Show. Das nächste Mal haben wir vermutlich auch mal Interviews. Das wird ganz interessant. Also bleibt am Ball, ich freue mich drauf und bis bald!